Wenn man hässliche Wurzelfunktionen ableiten muss, braucht man im Normalfall natürlich wieder die drei wichtigen Regeln dafür, also Kettenregel, Produktregel, Quotientenregel. In der Theorie geht es eigentlich genauso wie die Kettenregel, Quotientenregel, Produktregel bei allen anderen Funktionstypen. Allerdings ist es bei Wurzelfunktionen oft so, dass das Umschreiben oder das Vereinfachen vom Ergebnis oftmals, naja, sagen wir mal, hässlich ist. Man muss also die Ableitung, die man erhalten hat, oftmals vereinfachen. Und das bedeutet, man braucht entweder oftmals einen hässlichen Hauptnenner bei Brüchen oder muss eventuell irgendeine Wurzel geschickt ausklammern. Wir machen ein paar Übungsaufgaben und kämpfen uns durch.